Hallo, im heutigen Video will ich euch zeigen, wie ihr einen Schnüffelteppich super einfach und super schnell und super günstig selber machen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Die ganzen Materialien, die ihr benötigt, bekommt ihr im 1-Euro-Laden. Ich war im Teddy und habe dort Fließdecken gekauft. Und das Grüne, das ist so eine Spülbeckeneinlage. Aus dem Vlies schneidet ihr euch jetzt Stoffstreifen zurecht, so ja um die 4 x 25 cm, da kommt es echt nicht auf den Millimeter an, ich mache das so Pi mal Daumen. Am schnellsten geht das übrigens, wenn ihr euch einfach 4 cm breite, sehr sehr lange Streifen zuschneidet und diese dann auf 25 cm kürzt, einfach mehrere Bahnen übereinander legen und dann habt ihr ja so ein Beispielstück, was ihr dann einfach auf die Bahn legen könnt, um euch das Ganze ein bisschen zu erleichtern, also messt da wirklich nicht jede Bahn ab. Dann solltet ihr einen richtig, richtig großen Haufen an Stoffstreifen haben. Ihr könnt das natürlich auch einfarbig machen, wie ihr das wollt. Es sollte wirklich viel sein. Ihr werdet überrascht sein, wie viel ihr da braucht. Und dann geht es eigentlich nur noch um Geduld. Zieht den Stoffstreifen durch eine beliebige Stelle eures Geschirrspüleinlage-Dingsbums und dann wird das Ganze verknotet. Und das ist auch schon die ganze Zauberei. Ihr müsst es nur unglaublich oft wiederholen. Macht euch im Hintergrund am besten einen Podcast an oder ein Hörbuch. Ich habe für das Zuschneiden und das ganze Knoten ungefähr 2 Stunden gebraucht. So sieht der Schnüffelteppich bei mir fertig aus und ich glaube, es erklärt sich von selbst, wie man den benutzt. Man versteckt eigentlich nur Leckerlis und lässt den Hund dann suchen. Hier muss ich sagen, dass auf gerade rutschigen Untergründen man den Schnüffelteppich wahrscheinlich bei großen Hunden eher festhalten sollte. Jimmy ist da so ein wahnsinniger Schieber, der gerne seine Nase richtig tief reinsteckt und da richtig danach wühlt. Ich glaube, auf einem Teppich könnt ihr das auch einfach liegen lassen. Wie gesagt, lasst den Hund generell nicht unbeobachtet mit diesem Teppich. Der kann da wirklich anfangen, dran rumzukauen. Passt da auf, dass da nichts passiert. Aber ansonsten ist das eine super Beschäftigung. Ich fand es interessant, wie stark man auch das Schnüffeln der Hunde gehört hat. Also das war schon anstrengend für die und die beiden, wow, die hatten richtig, richtig viel Spaß. Und Klausi konnte es kaum abwarten, auch endlich an der Reihe zu sein. Total süß, ich finde es super, wir sind begeistert und werden es auf jeden Fall demnächst nutzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch nochmal die Playlist mit vielen weiteren Do-it-yourselfs. Zum Beispiel könnt ihr aus den Fließresten, die ihr habt, noch einen Zergel super einfach basteln. Da habe ich 2 verschiedene Varianten gemacht. Abonniert uns gerne, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns sehr und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss!